Dann, da, dann, dann. Endlich können wir unser Hauptziel töten. Dann, da, dann, 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 dann. Li Hong genießt nicht mehr den Schutz der Triaden und Polizeischutz erst recht nicht. Wir haben alles sabotiert, manipuliert und können endlich unser Hauptziel töten und endlich aus dem Reisfresserland dann verschwinden. Die Schnauze voll von diesem Regenland hier. Aber Moment mal, hier war ich doch schon mal. Das kommt mir alles so bekannt vor. Ja, das ist genau die gleiche Straße. Nein, das ist sogar das gleiche Gebäude. Li Hong hat sich im gleichen Gebäude verschanzt, wo die ersten Verhandlungen waren. Das heißt, er war die ganze Zeit vor meiner Nase. Na, da hätte ich mir aber viel sparen können. Naja, gut. Ich musste ja noch ein bisschen Vorarbeit leisten. Okay, komme ich jetzt einfach so ganz cool hier rein? Ja, ich laufe einfach mal ganz cool hier rein. Nee, was geht ab? Willkommen, Sir. Ja, alles klar, hier. Gelb in Black. Yeah. Checkt's ab. Ihr seid echt cool. Okay, willkommen, Sir. Also darf ich hier ohne Probleme rein. Okay, muss ich nur Li Hong töten oder muss ich noch mehr töten? Der Weg ist frei, 47. Li Hong sitzt in seiner eigenen Festung in der Falle. Wir hatten einen Agenten vor Ort. Allerdings ist der Kontakt zu ihm vor einigen Wochen plötzlich abgerissen. Eliminieren Sie Hong. Nehmen Sie seine Jadefigur an sich und kommen Sie nach Hause. Machen Sie keinen Okay. Fehler, 47. Eine zweite Chance bekommen Sie nicht. Mach ich. Alles klar, ich mach keinen Fehler. Wo ist denn der gute Li Hong? Also hier in dem Stockwerk nicht. Im Keller auch nicht. Im ersten Stock. Ah, er ist im ersten Stock. Also muss ich irgendwie in den ersten Stock kommen. Darf ich hier einfach durch? Hallo, darf ich hier einfach durch? Ja, darf ich. Cool. Alles klar. Hier ist Toilette. Ja, das ist doch gut, wenn man sich hier so gut auskennt, oder? Ah. Es geht, alles klar. Darf ich hier durch? Geschlossene Gesellschaft, nur für geladene Gäste. Toll. War ja klar. Gut. Geschlossene Gesellschaft. Da muss ich noch einmal den Japaner auflegen. Den Japaner, den Chinesen auflegen. Und hier wird er wahrscheinlich speisen, der gute Li Hong. Obwohl die Stühle hier blutgedrängt sind von den Bodyguards des Unterhändlers. Die ich schön mit einem Snipergewehr ausgeschalten habe. Da darf ich bestimmt überall nicht rein. Also gut, dann gehen wir mal. Wie soll ich denn nach oben kommen? Ich brauche eine gute Verkleidung. Oh, wo geht's denn da lang? Rotlicht. Ins Rotlichtmilieu. Darf ich? Ohne Ausweis kommen Sie hier nicht rein, Sir. Na super, ich brauche einen Ausweis. Wo kriege ich den jetzt wieder her? Dann gehen wir mal da rein. Da war doch. Hier war doch eine Bar, wo ich die Leiche des Unterhändlers versteckt habe. Oder des Bodyguards. Ich weiß schon gar nicht mehr. War, glaube ich, ein Bodyguard. Ah, mit Barkeeper sprechen. Wir haben zu. Kann ich Ihnen vielleicht trotzdem eine Frage? Ich weiß nichts und ich kenne niemanden. Egal, was Sie von diesem Schuppen gehört haben, das ist alles gelogen. Außerdem ist mir übel. Ich bin also nicht in der Stimmung, mit Ihnen zu plaudern. Ja, klar. Tut mir leid, aber. Die CIA hat neulich einen Agenten geschickt. Der hat auch zu viel gefragt. Tja, jetzt versauert er unten im Keller. Aber das wissen Sie nicht von mir. Wer hält ihn dort fest? Li Hong? Li wer? Nie gehört. Tun Sie sich einen Gefallen. Im Bordell arbeitet ein neues Mädchen. Die Kleine kommt vom Festland. Amüsieren Sie sich und... Oh, mein Magen. Entschuldigen Sie mich. Falsches gegessen, ja? Oh, Einladung nehmen. Danke. Jetzt könnte ich auch aufs Klo gehen und ihn ausschalten, aber hier sind so viele Leute, die rennen wahrscheinlich die ganze Zeit aufs Klo. Das ist keine gute Idee. Aber vielleicht komme ich jetzt mit der Einladung in den Puff oder in das Bordell. Ist das das Bordell? Ah, Sie sind Mitglied. Ja. Angenehmen Aufenthalt, Sir. Danke. Folgen Sie mir, Sir. Ich bin Mitglied. Ich darf mit irgendwo rein. Und wenn ich dich jetzt töte und mich verkleide, dann bin ich jetzt im ersten Stock. Wäre eigentlich eine gute Idee, aber wer weiß, wie viele Wachen hier rumlungern.
Erstmal abchecken. Ah, guck mal, da ist einer. Li Hong ist hier. Nein, doch nicht. Hä? Wo ist denn der? Auf dem Stockwerk ist er gar nicht. Das ist aber ein langer Weg zu eurem Bordell. Moment, da war ich doch. Ah, hier geht's in den Keller. Vielleicht finde ich den CIA-Agenten irgendwo im Keller. Da brauche ich aber auch erst eine gute Verkleidung. Hm. Alles klar. Hier war ich letztes Mal. Hier war aber alles zappenduster. Ah, Sie sind Mitglied. Angenehmen Aufenthalt, Sir. Natürlich habe ich ein Glied. Ich meine, natürlich bin ich ein Mitglied. Hier soll ein neues Mädchen vom Festland arbeiten. Sprichst du kein Chinesisch? Mein Chinesisch ist ein bisschen eingerostet. Ah, lass mich kurz nachdenken. Willst du ein Mädchen? Ja, neues Mädchen. Es heißt Mai Ling. Ah, Mai Ling, dieses Biest. Nettes Mädchen, sehr nettes Mädchen. Die kratzt dir die Augen aus. Hier entlang, komm mit. Mhm, nettes Mädchen. Sie kratzt dir die Augen aus. Das ist ja aber besonders nett. Hey, Sana! Hajanela! Naja, es geht. Ich habe mir was Hübscheres vorgestellt, aber gut. Mein Gott, jetzt schreien sie sich auch noch an. Kommen Sie, schnell! Huh? Immer langsam, Mädchen. Ich meine, ich bin hier nicht der Turbospritzer. Ja. Du weißt schon, was ich meine, ne? Also, schnell kommen ist bei mir nicht angesagt. Eher langsam. Sie sind Ausländer. Sie werden verstehen. Helfen Sie mir bitte, ich wurde entführt. Ja, möglich. Hören Sie, ich suche eine Jade-Figur. Wissen Sie vielleicht, wo ich sie finde? Sie suchen die Jade-Figur? Der letzte Fremde, der die Figur wollte, wird gerade im Keller gefoltert. Falls er noch lebt, kann er Ihnen weiterhelfen. Okay. Anschließend müssen Sie an Zun vorbei. Der Kerl ist Hongs Leibwächter. Gegen den haben Sie keine Chance. Dann wäre da noch Li Hong selbst und sein seltsames Schwert. Ein Hieb und Sie sind tot. Aber nehmen wir mal an, Sie kommen soweit. Dann brauchen Sie immer noch die Kombination für den Safe. Und die habe ich. Geben Sie sie mir. Nein, nein, nein. So läuft das nicht. Erst holen Sie mich hier raus. Dann reden wir über die Kombination. Okay, gehen wir. Oha. Okay, jetzt müssen wir uns hier rausschleichen. Na, ganz toll. Okay, ist hier irgendeiner? Bleib hier, Mädchen. Bleib erstmal hier. Ach, verdammt. Geht nicht. Schauen wir mal hier durchs Schlüsselloch. Hier ist keiner. Laufen wir mal darüber. Vielleicht ist da noch einer. Nö, da ist auch niemand. Kurz hier. Um die Ecke. Nein? Was ist mit der Tür hier? Ah, da ist ein Safe. Ah, aber ich habe die Kombination. Ich gebe mir die Kombination oder ich töte dich. Ach, egal. Ein Giftfläschchen. Das kann ich bestimmt noch gut gebrauchen. Na gut. Komm. Springen wir ein bisschen. Hopp. Na, hoffentlich kommst du mir hinterher jetzt, sonst habe ich ein Problem. Warten Sie, das schaffe ich nicht. Zu weit. Ach, du wieder. Komm schon. Das schaffst du schon. Ich komme. Oh je, wenn ich dich jetzt fallen lasse, dann kriege ich die Kombination nicht raus. Lieber hole ich dich hoch. So, jetzt muss ich nur gucken, wie schaffe ich dich hier raus? Das ist auch ein Raum. Okay, schleichen wir. Vielleicht können wir jetzt einfach nur so vorbeischleichen. Der merkt nichts. Oh, der merkt nichts. Okay. Okay, geschafft. Jetzt gehe ich einfach mal da lang. Mist.
Keine gute Idee. Vielleicht auf der anderen Seite? Ja, nochmal hüpfen, oder? Huch, was war das denn? Lass mich durch. Verdammt, warum hüpft er nicht rüber? Jetzt müssen wir uns auch noch durch den ganzen Keller schleichen, oder was? Hier sind voll viele Wachen bestimmt. Huch. Langsam schleichen wir uns die Treppe runter. Komm, komm. Komm, Mädchen. Ich weiß, wo der Ausgang ist. Ich war hier schon mal. Jetzt schleichen wir uns ganz schnell zu der Tür. Die Tür ist aufgegangen. Oh, ich hoffe, da kommt jetzt keiner. Jawohl. Geschafft. So, du bist frei. Danke für alles. Ich denke, hier trennen sich unsere Wege. Die Safe-Kombination. Ach ja, hier. Ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr geben, aber jetzt leben Sie wohl. Oh. Huiuiui, da hat er einen Bussi gekriegt. Okay, wir haben die Safe-Kombination. Jetzt müssen wir den CIA-Agenten im Keller finden, damit der uns sagt, wo die Jade-Figur ist. Aber dafür müssen wir uns erstmal verkleiden. Und da gehen wir dann wieder hier die Leiter hoch und gucken mal um die Ecke, ob da auch wieder einer steht. Und ob da jemand in dem Raum ist, wo der Safe ist. Da ist nämlich auch noch ein Safe. Und wenn nicht, dann wird da bestimmt wieder ein Anzug liegen, um uns zu verkleiden. Hoffentlich. Durchs Schlüsselloch schauen. Nein, leider nicht. Schloss knacken wenigstens. Hoffentlich erwischt mich jetzt niemand. Sonst habe ich ein Problem. Okay. Bin schon ziemlich weit. Ich will es jetzt echt nicht verkacken. Ah ja. Safe öffnen. Okay, schauen wir mal hier durchs Schlüsselloch. Da ist einer. Aber ist es auch nur einer oder sind es mehr? Weil dann würge ich den kurz, zieh den rein und kann mich umziehen. Aber ich wette mit dir, da sind noch mehr. Das wird nicht nur der eine sein. Gehen wir mal in die anderen Türen. Vielleicht gibt es da ja noch irgendetwas. Ich sehe nichts, aber ich habe echt Angst, da reinzugehen. Hier. Auch nichts. Vielleicht. Oh, cool. Hier kann ich auch entlang laufen. Aber was soll das bringen? Gar nichts. Oder gibt es hier irgendwo ein Fenster oder sowas? Nein. Es bringt überhaupt nichts. Ich muss mir eine Verkleidung holen. Ich muss. Also gut. Probieren wir's. Warte. Hat er sich gedreht? Oh oh. Machen wir schnell die Türe wieder zu. Schauen durchs Schlüsselloch. Nein, er hat sich nicht gedreht. Okay. Kurz so rüber und... Komm her, mein Freund! Okay, alles klar. Alles klar. Ziehen. Türe auf. Komm schnell hier rein. Perfekt. So. Gib mir deine Micro-Uzi. Stecken wir gleich mal ein und dann nehmen wir deine Kleidung. So, nun gehen wir in den Keller und suchen den CIA-Agenten. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht entdeckt werden. Viele Wachen sind hier. Da ist auch eine Wache. Wie komme ich an den Aufzug? Verdammt.
jetzt doch nicht so einfach, wie ich dachte. Ich bin hier in der Falle. Oh, bitte jetzt. Bitte erkenn mich nicht. Oh. Okay. Verdammt nochmal. Vielleicht komme ich hier durch. Wo ist denn überhaupt meine Zielperson? Ah, da ist eine Treppe. Alles klar, dann nehme ich die Treppe. Oh nein. Hallo. Oh. Okay, das war knapp. Alles klar, komme ich zum Fahrstuhl? Nicht, wenn der da davor steht. Ah, vergiss es. Ich muss irgendwie anders in den Keller kommen. Genau so. So komme ich in den Keller. So, dann laufe ich einmal hier um die Kisten. Dass es nicht so auffällig ist. Hier ist keiner mehr. Und dann laufe ich hier runter. Perfekt. Okay. Na gut, ich hätte auch ganz außen rumrennen können und einfach... Ach ja, egal. Okay, in den Keller geht's wahrscheinlich... Ah, hier ist der Gute. Im Speisesaal. Aha. Alles klar. Der geht raus und ich gehe runter. Was kann ich hier machen? Nichts. Okay, Strom kann ich nicht ausschalten. Jetzt muss ich echt aufpassen. Das sieht doch schon mal gut aus. Hier. Ah, da ist ein Koch. Und dann komme ich besser nicht zu nah. Ah! Schon wieder Verkleidung. Ah, jetzt bin ich ein Bodyguard. Sehr gut. Vielleicht darf ich hier so rein. Schlüsselloch schauen. Sieht gut aus. Mein Gott, was ist das hier für ein Irrgarten? Aber ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Sieht zumindest so aus. Aha, aha. Sehr gut. Hier sind zumindest keine Wachen. Nirgends. Ah, der Fahrstuhl. Schauen wir mal hier. Oh, eine Tür. Was ist hier? Oh, da sollte ich nicht reingehen. Okay. Laufe ich mal hier durch. Oh, fuck. Fuck. Ihr verdammten Schweine. Ah, fuck, fuck, nein. Nein, 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 nein. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Nein, ich bin so weit gewesen. Verdammt nochmal. Scheiße. Oh, guck mal. Noch mehr Waffen. Ja, scheiße, ich hab's nicht geschafft. Verdammt. Alles nochmal. Toll. Ja, sterb. Echt. Fuck. Na gut, nochmal. Ein Fail ist nicht so gut. Ein Fail ist nicht so gut. Denn der macht mir keinen Mut. Und I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. Da 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 da. Ein Klassiker. Und nun? Wieder alles von Anfang. Nee, diesmal gehe ich gleich in den Keller und suche den Gefangenen. Ich glaube, ich bin auch nur erwischt worden, weil ich die Drachenkutte ausgezogen habe. Hätte ich die nicht ausgezogen, dann wäre ich auch nicht erwischt worden. Verdammt. Na gut. Probieren wir es einfach so und da kommt nämlich dann jetzt gleich eine Wache. Da ist doch nämlich hier irgendwo eine Wache gewesen. Ah, da läuft sie ja schon. Und dann schleichen wir der hinterher. Schleichen der ganz schnell hinterher. Da läuft ja der gute Mann.
Ich brauche deine Kutte, mein Freund. Danke. Gut. Dann nehmen wir die Kleidung. Und schon haben wir wieder die Krachenkutte. Und diesmal ziehen wir sie nicht aus. Ups. Diesmal gehen wir rein. Und laufen. Nein, Bodyguard, ziehen wir uns nicht um. Ah, als Koch? Das ist natürlich auch eine gute Idee. Hier ist eine Kochkutte. Die hätte ich natürlich auch anziehen können. Ah, die kann ich nachher anziehen, wenn ich das Gift vom Bordell hole. Okay, jetzt kommt der große Test. Das war hier, oder? Ja. Da waren die zwei, die mich umgebracht haben. Hallo? Ich gehe nochmal gleich hier rein. In die Waffenkammer. Oh, hier steht sogar ein Koffer. Jawoll, die haben nicht mal was gemerkt. Und eine Uzi mit Schalldämpfer. Danke. Sehr geil. Dann nehme ich die ganzen anderen Uzis, Munition hier und schmeiß die hier weg. Den Koffer nehme ich nachher mit. Da ist ein Scharfschützengewehr drin. Da kann ich ihn dann wahrscheinlich dann auch noch wegsnipern, die mich hier stören. Jetzt gehe ich mal hier entlang. Hier ist auf jeden Fall niemand. Hier ist alles frei. Auch hier ist alles frei, oder? Schleichen wir mal so um die Ecke. Da ist keiner. Okay. Dann locken wir mal hier durch. Auch niemand. Noch eine Tür. Dann locken wir hier durch. Ein leerer Raum. Gucken wir gleich mal noch durch diese Tür hier. Auch alles frei. Aha, 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 aha. Schleichen wir mal gleich da lang. Was ist in dieser Tür? Ah, da ist unser Gefangener. Alles klar. Danke. Ich brauche Li Hongs Jadefigur. Mir wurde gesagt, Sie wüssten, wo sie ist. Sie ahnen ja nicht, was die mir angetan haben. Mein Gott. Wo ist die Jadefigur? Im Safe. Mannschaftsquartier. Restaurant am Eingang. Ah, okay. Das wollte ich hören. Vorsicht vor Zun. Verdammter Bastard. Hat mir das hier angetan. Sie müssen ihn loswerden, wenn Sie zu Hong wollen. Wird nicht einfach sein. Zun sieht alles, hört alles und überprüft jeden Raum. Er kostet sogar Hongs Essen. Und Hong, dieser verrückte Mistkerl, er hat ein Giftschwert. Ein Kratzer und Sie sind tot. Alles klar. Und jetzt verschwinden Sie. Ja, danke. Ich hoffe, dass wir uns mal wiedersehen. An einem angenehmeren Ort. Ja, vielleicht tun Sie das. Ja, genau. Und schleichen wir uns ganz schnell wieder zurück. Der Gefangene ist geflohen! Ich verfolge ihn! Der Gefangene ist geflohen! Alles klar, das ist der Safe, wo die Bombe war. Mein Gott, ihr bei der CIA habt ja nichts drauf. Ich überhol dich gerade. Ciao, du Loser. Okay, der Safe hier unten ist also nicht. Das ist der Safe da, wo die Bombe drauf war im letzten Level. Ja, ja, komm, beeil dich. Das heißt im letzten Level, im vorletzten Level. So, jetzt ziehen wir uns um als Koch. Am besten. Und dann... Obwohl, nein, wir müssen noch ins Bordell. Wir brauchen die Safe-Kombination. Und das hat die Hure. Okay, nee, das lass mal liegen. Ich wollte eigentlich wieder meinen Armani-Anzug. Und dann wollte ich mich als Gast einschreiben lassen wieder. Okay, das machen wir. So, dann ganz schnell in die Bar. Okay, das muss jetzt ganz schnell gehen irgendwie. Ich gehe in die Bar und dann klettere ich die Leiter hoch. Nein, ich gehe in die Bar, hole mir die Einladung. Diesmal helfe ich der Schlampe nicht zu entkommen, sondern versuche sie zu betäuben. Nehme ihr die Kombination weg, wenn das geht. Ich hoffe, das geht. Und dann, ja, hier,
Los. Wir haben zu. Hole ich mir die Jadefigur und dann kümmere ich mich um den guten alten Li Hong. Ich hoffe, das klappt. So. Ah, Sie sind Mitglied. Folgen Nein. Sie mir, Sir. Ich folge dir jetzt nicht. Ich renne einfach mal vor und folge einfach nur den roten Lichtern. Also komme ich auch ins Bordell. Hoffe ich. Ja, die sagen gar nichts. Hallo, ich bin ohne Begleitung hier. Nö, es macht dir nichts aus. Das ist gut. Okay. Ah. Das ist gut. Wo ist die Puffmutter? Hallo, Puffmutter. Hier soll ein neues Mädchen vom... So, ja. Los, bring mich zum neuen Mädchen. Oder ich lasse sie einfach runterfallen. Ja, ich lasse sie einfach runterfallen. Ist sie tot? Nein. Ich lasse... Nee, sie muss ja nicht sterben, unbedingt. Sie kann ja trotzdem ihre Dienste noch hier verrichten. Beautiful flower. Da. Da, oh. Kommen Sie. Okay. Das war zu früh. Okay, und jetzt betäube ich dich am besten mit der Spritze. Dann gehst du ein bisschen schlafen, meine Kleine. Legst du dich schlafen? Okay. Die schläft. Und Safe-Kombination nehmen. So, viel Spaß noch im Puff. Okay, jetzt können wir die Jade-Figur holen. Und die ist im Mannschaftsquartier. Als erstes schnappe ich mir noch das Gift hier. Damit muss ich Li Hongs Bodyguard ausschalten. So. Hopp! So. Ja, dann schleiche ich mich jetzt noch ganz schnell raus. So. Gut. Sehr gut sogar. Oh. Oh. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Dann eben nicht. Okay. Mannschaftsquartier. Ach, ich muss mich verkleiden. So komme ich nicht. So komme ich nur zurück. So komme ich nicht ins Mannschaftsquartier. Gut. Alles klar. Dann muss ich jetzt wieder ganz außen rumrennen. Dann verkleide ich mich als Koch, gehe in die Küche, vergifte sein Essen, bringe ihm das zu essen und ja. Und dann habe ich ihn getötet, hoffe ich mal. Ach, ich brauche die Jade-Figur noch. Ach, die kann ich mir jetzt auch gleich holen. Die ist ja hier. Safe hoch. So. Hier drin ist keiner. Schloss knacken. Komm, beeil dich. Braucht er nicht immer so ewig. So, und Safe öffnen. Ich hoffe, das ist der richtige. Ja, da ist sie ja. Die gute alte Jade-Figur. Danke. So. Jetzt verkleiden wir uns als Koch. Und erledigen Li Hongs Bodyguard. Und dann muss ich noch überlegen, wie ich ihn selber erledige. Weil er tut ja Vorkosten. Okay. Aber wenn ich ihn vergifte, dann ist er gewarnt und das ist nicht die richtige... Ich muss aufpassen. Der jetzt da unten nicht sieht, dass ich da bin. Ja, der guckt da schön nach oben. Gut. Okay, dann ziehen wir uns um als Koch. Genau. So, jetzt haben wir die Kochklamotten. Fahren mit dem Fahrstuhl nach oben. So. Wo ist denn der Fahrstuhl nochmal? Ah ja, stimmt, da war er. Gut, rufen den Aufzug. Ich hoffe, der kommt. Ja, kommt er nicht? Hallo, Aufzug rufen. Hä? Ah doch, da kommt er ja. Alles klar, jetzt fahren wir ins Erdgeschoss.
versuchen, in die Küche reinzukommen. Okay. Nur, jetzt muss ich wissen, wo ist die Küche? Sehe ich das hier irgendwo? Vielleicht... War die nicht hier? Hier war doch die Küche, ja, hier oben. Jetzt kannst du durchkommen. Oh, das ist alles frei. Ah, Jackpot, da ist sie. Gut. Was ist hier? Na, hier ist nichts. Aha. Hey, Rundauge, bring diese Suppe zu Mr. Hong, bevor sie kalt wird. Okay, mach ich. Noch ein bisschen Gift. So. Und die Suppe ist fertig. Gut. Dann bringe ich mal die Suppe zu Mr. Li Hong. Wo auch immer. Hm? Wo ist er denn? Hier ist das Restaurant auf jeden Fall. Ah, da ist er ja. Okay. Ich hoffe, es klappt. Da ist sein Bodyguard. Ja, jetzt ist gut. Ting tong tong tong. Hier. Eure Suppe. Danke dann. Oh fuck! Das war jetzt überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht. Oh ja, ich wusste es. Oh nein, ich hätte sie nicht vergiften sollen. Nein! Verdammt! Wo ist der andere? Ah, Kacke. Ich muss mich verkleiden. Und so schnell wie möglich hier weg. Oh nein, das hat nicht geklappt. Muss Li Hong jetzt? Wo ist er denn? Hier ist er. Toll, im ersten Stock. Okay, ich muss in den ersten Stock. Ah, scheiße. Verdammt. Ich muss wieder in den Keller. Ich muss mich umziehen als Bodyguard. Oh oh. Bleibt locker, Jungs. Bleibt locker. Bleibt locker, Jungs. Geschafft. Ich muss in den Keller. Ah, da ist der Keller. Sehr gut. Okay, jetzt ziehe ich mich als Bodyguard um. Jetzt ist er im ersten Stock. Ich weiß nicht, wie ich dorthin komme. Deswegen ziehe ich mich jetzt als Bodyguard um. Oder nee, warte. Ich lasse das noch an und gehe nochmal in die Waffenkammer und hol mir den Koffer. Ja, die merken nichts. Ah, verdammt, Mann. Diesmal bin ich nicht so silent gewesen. Aber wer konnte denn ahnen? Wo ist denn der Koffer? Hier. Dass der plötzlich anfängt, hier auf mich zu schießen. Verdammt. Das war keine gute Idee. Aber wo, wie komme ich dann... Ach Gott, Alter. Dass das Gift auch gleich wirkt, das ist natürlich auch doof. Huch. Okay, jetzt Bodyguard. So. So, jetzt werde ich schon mal nicht mehr gesucht. Oh, diese Mission ist echt schwer, aber jetzt darf ich nicht versagen. Jetzt muss ich in den ersten Stock kommen. Warte, ich muss noch den Aufzug nehmen. Was mache ich denn? Aufzug in den ersten Stock... So.
ist der Aufzug. Der Aufzug war hier. Gut, dann rufen wir den gleich nochmal. Und dann check ich nochmal ab. Okay, der Aufzug hier. Und wie komme ich jetzt zu Li Hong? Es muss irgendwo eine Leiter, eine Treppe geben. Vielleicht hier? Nee, das ist ja... Hä? Wie komme ich zu Li Hong? Wo ist der bitte? Na gut. Egal. Probieren wir es. Ersten Stock, VIP-Raum. Okay. Irgendwie muss ich ja zu ihm kommen. Ja, gut. Okay, das wird jetzt eine lange Suche wahrscheinlich. Hallo, ich bin der Neue. Ah, okay. Komme ich hier vielleicht irgendwie in den VIP-Raum? Ja, da hinten ist zum Beispiel eine Tür. Ich hoffe, da komme ich dann zu ihm. Ah, ich bin doch so doof. Ich hätte auch, wie ich die anderen, die Unterhändler und so getötet habe, hier so wegsnipern können, aus dem Raum raus. Ah, egal. Das sieht gut aus. Ah, das sieht sogar sehr gut aus. Aha, da ist eine Leiter. Oh oh. Und da ist ein Red Dragon. Ich glaube, wenn der mich sieht, schießt er wieder gleich. Aber wo ist die Leiter? Da drüben. Okay, dann probiere ich mal, mich an dem vorbeizuschleichen. Und irgendwie in das Quartier reinzukommen. Drüben rennt er. Darf mich nicht sehen. Meine Tarnung ist aufgeflogen. Ich wusste es. Ah, verdammt. Okay, das ist nur der eine hier. Muss ich nur ein bisschen ausschalten. Komm. Oh, mein Freund. Ah, fuck. Nachladen. Oh, nein. Oh. Oh, Mann. Verdammt. Nein. Du blöder Penner, verdammt nochmal, schon wieder verloren. Fuck! Nein! So weit und doch wieder verloren. Alter, mein zweiter Fail zum Kotzen. Alles nochmal. Toll. Na gut, nochmal.